Einen wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Hardware-News. Viele Themen gibt es diese Woche nicht, aber ich will euch wenigstens auf dem Laufenden halten. Das größte Thema diese Woche wird durchaus die Radeon 7 Grafikkarte sein und hier sind sich einige Tests einig. Vor allem geht der Tenor davon aus, dass sie vor allem teuer ist, stromhungrig und auch noch ziemlich laut leider. Die Radeon 7 schafft die Leistung einer 1080 Ti und das finden einige Tester sehr, sehr schade. Aber auch gute Nachrichten gibt es. Vor allem der HBM2-Speicher, der auf der Grafikkarte verbaut ist, weiß zu überzeugen. Gerade die große Bandbreite von bis zu einem Terabyte die Sekunde und vor allem die Menge des HBM2-Speichers, nämlich 16 GB, machen das Bearbeiten von Videos in 4K zu einem Traum. Wo andere Grafikkarten wie zum Beispiel die 2080 Ti oder auch die 1080 Ti mit ihren 11 GB GDDR-Speicher an ihre Grenzen kommen. Warum kommt also nun eigentlich die Lautstärke von dieser Grafikkarte so hervor? Naja, die verbraucht durchaus bis zu 400 Watt und das ist schon eine ganze Menge. Außerdem müssen Grafikchip und Grafikspeicher auf der Grafikkarte in einem Chip gekühlt werden, dadurch wird der Lüfter sehr laut. Abhilfe kann man bei dem Ganzen schaffen, indem man die Grafikkarte undervoltet, also das heißt mit weniger Spannung versorgt und schon ist sie viel kühler und leiser. Jedenfalls ist die Grafikkarte momentan schwer zu haben und wenn ihr sie bekommt, dann kostet die teilweise bis zu 850 Euro. Der Standardpreis ist 729 Euro und gerüchteweise soll die Hälfte des Preises tatsächlich der HBM2-Speicher ausmachen. Es gibt noch ein paar neue Details zur nächsten Windows 10 Version und die sind durchaus interessant. So werden zum Beispiel Fehler mit CreativeX File Soundkarten beseitigt, die man bis jetzt noch nicht aus dem Weg räumen konnte. Und damit will man auch die Treiberkompatibilität wieder verbessern. Das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht für viele Soundenthusiasten. Außerdem will Microsoft vor allem an dem Spielerlebnis arbeiten. Was das genau heißen soll, weiß man noch nicht. Und noch ein wichtiges Detail: Wer dauerhaft die Lupe aktiviert hat und einen Docked-Modus im Windows eingeschaltet hat, also zum Beispiel bei Tablets, der bekommt in Zukunft keine Abstürze mehr. Das Update erscheint im April und wird offensichtlich noch einiges an Veränderungen mit sich bringen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und noch eine Kleinigkeit von Seagate. Und zwar hat man jetzt neue Festplattentechnologie erforscht und die bringt einiges mit sich. So kann man zum Beispiel pro Platte, also das heißt pro Platte, bis zu 3 Terabyte an Speicherplatz bringen. Wer sich jetzt natürlich denkt, warum brauche ich denn noch eine HDD, wenn ich eine SSD haben kann? Naja, für langfristige Datensicherung und ähnliches ist eine HDD auf jeden Fall empfehlenswert. Und dadurch kriegt man bis zu 24 Terabyte auf eine Festplatte. Das heißt, auch Rechenzentren könnten zukünftig wieder ein wenig kleiner werden, beziehungsweise einfach mehr Speicherplatz zur Verfügung stellen. HDDs sind also noch lange nicht aus dem PC-Sektor wegzudenken, allerdings gehe ich davon aus, dass in Zukunft immer mehr aus dem Privatsektor verschwinden werden, da SSDs immer günstiger werden. So, und jetzt noch mal eine Kleinigkeit von mir selbst, denn ich bastel ja auch viel mit Hardware rum, unter anderem beim lieben Domtendo. Und wenn der mal kein PC-Problem hat, dann können wir auf jeden Fall schon mal eine Party schmeißen. Leider ist es jetzt wieder so, dass es wieder aktuell Probleme bei seinem PC gibt. Und zwar mit seiner All-in-One-Wasserkühlung. Man müsste ja eigentlich davon ausgehen, dass man bei einer All-in-One-Wasserkühlung auf Nummer sicher gehen kann, der Hersteller alle Regeln beachtet. Allerdings ist das bei der aktuellen Enermax Liquitech TR42 nicht der Fall. Egal welches Modell ihr da habt, es kann durchaus passieren, dass es einen Produktionsfehler gibt. Und zwar kann es passieren, dass Enermax bei der Verarbeitung nicht richtig darauf geachtet hat, dass sich die verschiedenen Materialien der Wasserkühlung in die Quere kommen. So kann zum Beispiel das Kupfer korrodieren, also das heißt rosten, und kommt in den Kühlkreislauf mit rein. Jetzt müsst ihr mal beachten, bei einer Wasserkühlung sind die Finnen eines Radiators sehr, sehr, sehr kompakt. Und dadurch verstopfen kleinste Teilchen Rost schon die ganze Wasserkühlung. Dazu kommt noch, dass die so weit korrodieren, dass sich Schleim bildet und Ein- und Ausgänge durchaus verstopft sein können. Die leider beste Kühlvariante für den Threadripper
ist momentan leider nicht zu empfehlen. Das letzte Video, was ich davon gefunden habe, ist aus dem November, also genau da, wo wir die Wasserkühlung gekauft haben. Es kann also durchaus sein, dass Enermax schon für Besserung gesorgt hat. Allerdings bestand das Problem zu diesem Zeitpunkt wohl schon seit Anfang 2017 und das ist ziemlich schade. So, das war die aktuelle Hardware-News. Leider nicht so viel wie bei dem letzten Mal, aber ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns nächstes Wochenende wieder zur neuen Hardware-News. Bis dann, ciao. Die Radeon 7 schafft eine Leistung einer 10... Die Radeon 7 schafft die Leistung einer 1080 Ti aus dem Jahre 2014. Nein. Gerade mal knappe 100 Stück gerüchteweise pro Land sind verfügbar. So wären zum Beispiel Fehler mit Creative X-File Grafikkarten. Quatsch. Und dadurch kriegt man bis zu 24 GB in eine. Quatsch. HDDs sind also noch lange nicht aus dem. Allerdings ist das bei der aktuellen Enermax LickTech TR2. Allerdings ist das bei der aktuellen Enermax LickTech TR4. Und zwar kann es passieren, dass ihr auf eine... Jetzt müsst ihr immer beachten, bei einer Wasserkühlung ist... Bei einer Wasser... Und dadurch verstopfen kleinste Teilchen in der Wasser... Allerdings besteht das Problem wohl schon... Allerdings besteht... Und wenn der mal kein Putz...